Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weib aus Meerwasser zu einer längst überfälligen Folge Update-Tagebuchreihe zum Projektbecken. Was alles passiert ist, was ich getan habe, was ich nicht getan habe, erfahrt ihr im weiteren Verlauf nach dem kurzen Intro. Bis gleich! Ja Leute, danke fürs Dranbleiben und fürs Interesse und wir gehen dann auch schon mal direkt in Medias Res. Ja, ich habe lange nichts mehr direkt jetzt über das Projekt verlauten lassen, weil eigentlich nicht wirklich so viel passiert ist, wo man jetzt eine komplette Folge mitfüllen kann. Aber ich möchte jetzt hier in dieser Folge einfach mal eine kleine Zusammenfassung machen. Mich hat ja momentan auch drüben das andere Becken einigermaßen in Atem gehalten, das jetzt so knapp einen Monat lang jetzt schon läuft nach dem Reset. Und darüber wird dann gegebenenfalls in nächster Zeit auch noch wieder was kommen. Das sieht sehr gut aus da drüben, aber das ist jetzt nicht das Thema. Wir gehen zu diesem Becken. Ja, wir haben hier in diesem Becken eine Entwicklung, die einerseits sehr gut ist und andererseits nicht so verläuft, wie ich mir das Ganze vorstelle. Hintergrund der ganzen Sache ist, wir haben hier wirklich einen Mischbestand in der fast gleichen Form, wie ich es drüben praktiziere, allerdings bei einem weitaus kleineren Wasservolumen. So, in diesem winzig kleinen Wasservolumen, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu dem Becken drüben, haben wir eine sehr große Anemone sitzen. Wir haben da oben eine Lederkoralle, es war ja auch noch eine zweite drin, die dementsprechend hier arbeiten kann. Grundsätzlich alles, was, ich sage es mal, Weichkoralle ist, was einfacher LPS ist oder generell LPS ist, einfachere SPS wie die Montys hinten, die sind ohne Probleme am Wachsen. Montipora digitata in verschiedenen Formen. Die Serie Topora Calendrium, die Milkas, die ich hier drin habe, selbst da oben, das ist auch eine Art Monty, wächst wunderbar. Was hier momentan nicht mehr so gut wächst, oder eigentlich nicht wächst, aber noch vernünftig steht und Farbe hat, das sind meine 1, 2, da oben die dritte, Acropora. Also die drei haben jetzt mittlerweile wieder Farbe bekommen. Ja, das hatten wir ja oben auch bei der Monty, die blende ich euch da auch mal immer dann separat mit ein. Hatten wir das Problem gehabt, dass die weißlich geworden ist. Die hat die Polypen weit offen gehabt, aber sie hat diese grüne Grundfarbe, die hatte die verloren gehabt. So, das habe ich damals auf, ich sage mal, eine gewisse Biodiversität, also sprich das Gesamtbiologieverhältnis, was hier im Becken herrscht, zurückgeführt. Das ist halt noch nicht so umsetzt, wie es meinetwegen in einem bestehenden System läuft. So, diese Farben kommen jetzt wieder. Selbst auch hier unten die Acropora, ich komme nicht auf den Namen, 1, 2, 3, blende ich euch gleich unten ein. Spicifera, genau, jetzt habe ich es. Die Spicifera und auch oben die Enzmann, die stehen jetzt wieder sauber in Farbe, haben ein schönes, sattes Grün bekommen, wo sie vorher so leicht, ich sag mal, ein kleines bisschen geschwächelt haben. Aber es kommen keine Wachstumsspitzen. So, jetzt habe ich Rücksprache mit ATI gehalten und der hat mich erst auf den Trichter gebracht. So nach dem Motto, es ist ja ein sehr kleines Wasservolumen, was wir hier haben. Im Vergleich zum großen Becken. So, wir haben einmal eine stark nesselnde Anemone. Gut, ich arbeite unten über Aktivkohle. Die nimmt einen Teil dieser Nesselgifte mit raus. Dann habe ich da oben die Lederkoralle drin, also sprich die Lobophyton. Ich hatte hier unten eine Fingerkoralle drin. Auch das, bei denen ist es so, die geben ihre, ich sage es mal, Nesselgifte bzw. Wachstumshemmer ins Freiwasser ab. Und diese Wachstumshemmer sind natürlich für die SPS, ich sage es mal, kontraproduktiv. Gerade für die höherwertigeren SPS. Die bleiben am Leben, aber die können nicht wachsen. Und gerade auf einem so kleinen Raum ist das natürlich extrem viel und schlecht rauszuziehen, ohne auf der anderen Seite wieder hinzugehen, wenn man jetzt mit zu viel Kohle arbeiten würde, ziehen wir ja gleichzeitig dann auch auf der anderen Seite wieder
ich sag mal, zu viel von dem guten Material raus, wie zum Beispiel das Jod oder das Fluor etc. pp. Habe ich schon mal was drüber gesagt. Also die Kohle ist auch nicht immer gut. So, ich werde jetzt hingehen in nächster Zeit und werde die Anemone samt Besatz rüber ins große Becken setzen. Auf die andere Seite, mal gucken, ob das funktioniert. Also ein Pärchen links, ein Pärchen rechts mit maximalem Abstand, vielleicht haben wir ja Glück. Die Lederkoralle wird rausgenommen und dann verfolgen wir das Ganze mal weiter. Wie gesagt, das Wachstum aller anderen Korallen, also sprich die Hornkoralle, hier unten die LPS, die sind alle am Wachsen, ohne Probleme. Nicht übermäßig, aber sie wachsen. Und es sieht im Endeffekt danach aus, dass das alles soweit passt. Bloß halt das, wo ich wirklich hin will mit diesem Becken, dass ich halt die höherwertigeren SPS, die ich auch drüben im Becken habe, wie zum Beispiel eine Shortcake in irgendeiner Variante, eine Joker oder ähnliches, hier rüber kriege und auch diese Farben reinkriege. Das habe ich bis jetzt hier noch nicht geschafft, aber daran arbeite ich jetzt. Das ist jetzt erstmal der Plan, so wie es weiterläuft. Der nächste Part ist das Licht. Bei den Lichteinstellungen werde ich immer wieder gefragt, Mann, was hast du denn da für eine Lichteinstellung genommen? Das sieht ja alles recht gut aus. Ich blende euch das mal mit ein und zeige euch das auch direkt mal. Ich habe tatsächlich die vorhandenen Lichteinstellungen des Werks genommen. Also sprich, im hinteren Clusterbereich fürs Tageslicht ganz normal die SPS Plakativ. Das kann ich euch jetzt hier mal kurz mit einblenden in der Vorschau. Das wäre die jetzt aufs gesamte SPS Plakativ. Und im vorderen Bereich habe ich die SPS LPS Variante gewählt. Also sprich die vorderen beiden Cluster. Und da sieht es im Endeffekt so aus, dass ich von der Leistung her jetzt immer weiter nach oben gegangen bin und im Prinzip versucht habe, die Lichtleistung mit dem Riff anzupassen. Also das heißt, hinten brauche ich nicht ganz so viel Lichtpower, weil das Riff ist ja hier relativ flach. So, hier in der Mitte geht es schon ein bisschen weiter runter, da muss ich ein bisschen mit der Leistung hoch und hier vorne in dem Bereich, wo ich dann hin möchte, da kann ich dann mit dem vorderen Cluster dementsprechend nochmal so richtig Power geben und die Lichtleistung dementsprechend anpassen. Genau das habe ich hier gemacht, seht ihr ja auch im Diagramm. Die gelbe Linie ist das hintere Cluster, also der hintere Bereich. Den kann ich jetzt mal eben kurz ausmachen. Da seht ihr, dann haben wir den mittleren Bereich. Das mache ich vorne mal aus. Also das ist die Lichtleistung, die vorne im Prinzip läuft. Und jetzt gehen wir hin, machen mal komplett aus und machen vorne wieder an. Und das ist die Lichtleistung, die vorne läuft. Vorne habe ich jetzt momentan, lasst mich nicht lügen, 85% Leistung laufen. In der Mitte liege ich bei 80% Leistung und hinten aufgrund der Höhe des Riffs bei ungefähr 67%, die ich momentan an Lichtleistung hier laufen habe. Ihr habt gerade eben auch bei der Anzeige der Farben gesehen, dass wenn ich auf Vollpower, also sprich, wenn ich die Farben mir anzeigen lasse, geht das System auf Vollpower. Also das wäre maximale Lichtleistung, die ich hereindrücken kann in das Becken. Ist mir aber zu viel. Hat auch damit zu tun, dass ich momentan auch noch die Platte hier oben drauf habe, die mir noch ein bisschen an Leistung kostet. Die habe ich momentan tatsächlich wieder draufgepackt, nachdem das Wetter draußen wieder schlechter geworden ist, es kälter geworden. Drüben mein Becken habe ich auch wieder abgedeckt, weil ich halt nicht so viel lüften kann oder lüften möchte wegen der Wärme hier drin. Wenn es wieder wärmer wird, nehme ich das ab und dann muss ich natürlich auch wieder hingehen und die Lichtleistung anpassen, damit ich dementsprechend den Korallen keinen Schock verpasse. Ja, kommen wir dann zu den Dingen, die so zwischendurch passiert sind, die ich, ja, wo ich nicht vielleicht richtig drauf geachtet habe, was ich absichtlich habe weiterlaufen lassen etc. pp. Fangen wir mit denen an, wo man nicht wirklich direkt drauf kommt und nicht direkt drauf achtet. Ich habe hier die Strömung, so wie sie jetzt steht, etwas verändert gehabt. Und zwar bin ich hingegangen und habe diesen Ausströmer leicht in die Ecke gedrückt, nach da drüben, dass die Strömung einmal diagonal rüber geht, runter und dann hier zurück. Das hat ein schönes Strömungsbild gegeben, ja.
Hatte aber auch die Problematik, dass meine Lobophilia hier vorne sich mit meiner Pink Bubbies angelegt hat, weil die Strömung genau nach hinten weggegangen ist und durch diese Strömungsveränderung gehen viele Korallen hin und schmeißen erstmal Kampftentakel aus, um zu gucken, was ist in Strömungsrichtung, weil da will ich mich ja hin ausbreiten und mache dann dementsprechend auch dann dort erstmal Platz. So, wie ihr selber sehen könnt, ich blende euch das Bild noch mit ein, hat meine Pink Bubbies da an einer Seite ganz gut was abgekriegt. Und das ist jetzt halt auch die Problematik, dass selbst, ich sage es mal, so unscheinbar aussehende Korallen am Tag wirklich in der Nacht richtig giftig werden können. Ich versuche das mal in den nächsten Videos mal in irgendeiner Form einzufangen, wie diese Korallen tatsächlich in der Nacht aussehen, wie sie ihre Kampftentakel rausschmeißen, um den Bereich herum sich zu sichern. Genau die gleiche Problematik haben wir jetzt natürlich auch im oberen Teil des Riffs. Das Riff selber ist sehr vollgestellt oben. Ihr seht auch meine Milka und meine Digitatas sind sehr dicht zusammen und die sind sich hier und da auch schon am Bekämpfen, weil sie sehr dicht zusammenkommen. Das ist die Problematik, die man natürlich, wenn man ein Becken so voll hat, muss man da ständig dranbleiben und gucken, dass die Abstände immer zueinander passen. Also sprich tatsächlich, wie der Norbert das irgendwann mal gesagt hat, wirklich hingehen und hier ein Stückchen wegschneiden, da ein Stückchen wegschneiden, um dieses Gesamtbild dann zu erhalten. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man direkt hingeht und so stark besetzt. Einerseits ist der Vorteil, man kann direkt Gas geben und durchstarten. Andererseits muss man dann gucken, was nehme ich dann im Endeffekt raus. Ihr seht auch, ich habe hier unten einige Veränderungen gemacht. Ich blende auch zwischendurch nochmal ein separates Video ein, wie es im Moment aussieht. Es sind einige Sachen gewandert, einige Sachen habe ich rausgenommen, wie zum Beispiel im unteren Bereich, da stand ja auch die Fingerkoralle. Die ist mittlerweile zu groß geworden, die sitzt jetzt unten im Ablegerbecken und wartet auf ein neues Zuhause. Ich habe ein paar Veränderungen gemacht bei den Montys. Hier hinten meine Crafted, die sitzt da jetzt an der Stelle, wo die Goniopora sitzt. Diese Goniopora hat teilweise so lange Kampftentakel gemacht, da habe ich gedacht, okay, sie wandert jetzt nach drüben. Das ist jetzt halt eine Sache, da muss man tatsächlich aufpassen und schauen, dass dann das untereinander passt, damit die Korallen sich nicht komplett platt machen. Weiterhin bin ich hingegangen und habe dieses Becken hier jetzt erstmal, ich sage es mal, ja, seuchentechnisch laufen lassen. So, ich habe am Anfang gesehen, ich habe Seeastern drin. Okay, die Seeastern, die ich hier jetzt drin habe, lassen sich noch hervorragend bekämpfen. Weil es ein kleines Becken ist, weil ich überall dran komme, weil ich behaupte, ich sehe überall die Stellen. Aber es gibt natürlich auch Stellen, wo ich nicht dran komme. Das ist dann so eine Sache, okay, doof. Aber ich komme hier zu 99% überall an die Stellen dran und wenn dann auch mechanisch, um diese Tierchen abzulösen. Problem 1 ist kein Problem. So, das nächste, was hier momentan gut gedeiht und gut wächst und wo ich auch noch nichts gegen getan habe, sind Glasrosen. Da blende ich euch dann auch gleich mal kurz ein, wo sie sich überall schon breit gemacht haben und ja, da muss ich dementsprechend noch dran. Jetzt haben wir natürlich hier die Problematik, wir haben ein sehr kleines Volumen und in diesem kleinen Volumen kann ich halt nicht das unbedingt alles einsetzen, was ich meinetwegen in einem großen Becken einsetzen könnte. Da drüben kann ich hingehen und sagen, okay, pass auf, schmeißen wir mal eben 5 bis 10 Wundermannis rein und das Thema ist gegessen. Ja, jetzt habe ich vor einem Monat den Reset gemacht, hatte eigentlich da drüben auch ein komplett cleanes Becken. Warum bin ich nicht hingegangen und habe diese Wundermannis, die ich da noch habe, die waren nämlich alle 5 noch da, auch wenn sie versteckt leben, habe die nicht hier reingeschmissen. Ja. Hat einerseits den Hintergrund, ich habe hier schon Garnelen drin, auf einem sehr kleinen Raum. Wenn ich jetzt nochmal 5 Garnelen hier reinsetze, dann gibt das wahrscheinlich Stress. Auch wenn diese Tiere sich untereinander nicht direkt bekämpfen, aber es ist sehr, sehr eng für diese Tiere. So, einen Fisch hier reinzusetzen, wie eine Feile oder ähnliches, ist für das Wasservolumen definitiv der falsche Weg. Vorübergehend könnte man das vielleicht machen, aber bevor so ein Tier tatsächlich an die entsprechenden Glasrosen drangeht, muss es sich wohlfühlen, muss rumschwimmen können,
Ihr habt ja auch selber gesehen, der Rotmeier-Doktor, den ich jetzt hier zeitweise drin hatte, der ist relativ schnell abgewachsen. Also das ging nicht lange gut. Das war jetzt, ups. das waren jetzt vielleicht anderthalb Monate, die der hier drin war. Und dann musste der da schon wieder raus, weil der zu schnell abgewachsen ist. Aber er ist jetzt drüben im Becken, alles gut. Die Möglichkeit scheidet also auch aus. Also bleiben im Endeffekt nur noch Schnecken über. Da muss ich dann jetzt mal gucken, wo ich die entsprechenden Bergias herbekomme. Und damit diese Masse, die jetzt hier drin an Glasrosen existiert, auch bekämpft werden kann, muss ich natürlich auch eine Masse an Schnecken einsetzen. Also 5 bis 10 Stück sollten es nach Möglichkeit schon sein, damit das hier auch effektiv funktioniert. Und was ich natürlich auch beachten und im Auge behalten muss, ist nach Möglichkeit, dass wenn die Glasrosen so nach und nach verschwinden und nicht mehr da sind, dass ich dann hingehe und versuche natürlich die Schnecken aus diesem Becken wieder rauszubekommen und weiterzugeben, damit die mir nicht verhungern. Weil das ist genau das gleiche Spiel mit ich sag mal spezialisierten Tieren, wie zum Beispiel hier meine Scooter, die ich hier drin habe, also sprich die Spinnenfische. Die kann man auch nicht überall mal eben einsetzen. Und so ein kleines Milieu hier ist natürlich für solche Tiere auch schwierig. Diese Tiere füttere ich mittlerweile 2-mal die Woche mit lebenden Kopiopoden zu, damit da auch dementsprechend genügend Material für die da ist. Aber das Pärchen ist da, das Pärchen lebt und es geht. Also man muss sich dementsprechend auf die Bedürfnisse der Tiere einrichten und dafür sorgen, dass immer genug da ist. Sollte nicht mehr genug da sein, muss das dementsprechend Tier entweder raus oder versorgt werden, also mit den entsprechenden Materialien nachgeschoben werden. So, und Punkt Nummer 3, die wir jetzt hier im guten Umfang haben, ist die gute alte Kugelalge. Hatte ich ja schon gesagt, dass ich drüben das Thema Kugelalgen hat sich erledigt. Da ist ja auch mein Fuchs dementsprechend dran. Den wollte ich eigentlich spaßeshalber hier rübersetzen. Der hätte mit den Kugelalgen, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit kurzen Prozess gemacht. Aber dieses Tier, was mittlerweile so groß ist, hier reinzusetzen, nur um die Kugelalgen zu vernichten, ist Quälerei. Macht man nicht. Also, was bleibt hier im Endeffekt über? Ich habe hier jetzt insgesamt 4 Mitrax-Krabben eingesetzt. Wenn ich sie erwische, optisch, blende ich euch sie mit ein. Also von den 4 Stück sehe ich immer so 1 auf 2 in der Gegend rum schlawenzeln und arbeiten. Was man natürlich auch machen kann, um erstmal dem Problem der Kugelalgen ein kleines bisschen Herr zu werden, ist einen kontrollierten Wasserwechsel. Jetzt sagt ihr, wie Wasserwechsel? Was hat das mit den Algen zu tun? Ganz einfach. Ihr geht beim Wasserwechsel mit einem relativ dünnen Schlauch hin, also der Schlauch darf nicht zu dick sein, damit nicht zu schnell zu viel Wasser rausgezogen wird. Geht ihr an die Stellen hin, wo die Algen sind und zerstecht diese. Und durch dieses Zerstechen wird das Wasser und die Sporen, die in der Alge drin sind, wird aufgesogen. Wie gesagt, er darf nicht zu dünn sein, er darf nicht zu dick sein. Er muss ungefähr so innen den Durchmesser von der Alge haben, damit man da drauf pitchen kann und dass die entsprechenden Sporen dann aufgesogen werden. Dann ist die Kugelalge erstmal zerstört und 99% der Sporen sind durchs Absaugen dann nicht ins Freiwasser gegeben, können sich nicht weiter verbreiten und man hat erstmal den Grundbestand der Algen ein kleines bisschen reduziert. Es ist eine mühsame Arbeit, muss ich ehrlich sagen, habe ich ansatzweise schon gemacht, aber es sind immer noch sehr, sehr viele da. Blende ich euch auch noch ein. Ich will den Mitrax-Krabben ja auch nicht alles überlassen. zu viel Arbeit wegnehmen, das meinte ich. Aber ich will natürlich auch sehen, bringt das was? Wie viele Tiere muss ich einsetzen, damit das hier auch in so einem kleinen Becken einigermaßen funktioniert? Und es ist ja auch im Endeffekt auch tatsächlich schon eine Masse an Kugelalgen da. So, und im Endeffekt wollen wir herausfinden, funktioniert das? Ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe so ein kleines Becken, ich habe Kugelalgen, ich hole mir jetzt eine Mitrax-Krabbe. Das wird nicht funktionieren, weil diese eine Krabbe nicht das alles vernichten kann und auffuttern kann, was wie schnell sich dann im Endeffekt das Zeug repliziert. Ja, und genauso ist es ja auch, die gehen ja nicht ausschließlich an die Kugelalgen. Die setzt man ja nicht ein und sagt, oh, Kugelalgen, ah, zack, drauf.
Nein, man hat ja auch noch auf anderen Aufwuchs, den man jetzt zum Beispiel hier in so einem Becken nicht tatsächlich bekämpfen kann. Also ich hätte liebend gerne den Doc hier drin gelassen, der hätte mit den ganzen Algen, die jetzt hier so langsam oder sicher anfangen zu wachsen, kurzen Prozess gemacht. Aber das geht halt nicht in so einem kleinen Becken. Also muss man gucken, dass die entsprechenden Tiere reinkommen, die das können. Das sind dann halt nicht nur Schnecken, das sind dann auch, wie gesagt, die Mithraxkrabben. Da kann man sich gegebenenfalls einen kleinen bleibenden Blenny reinsetzen, wo man da allerdings auch aufpassen muss. Da gibt es verschiedene Arten, die als Nahrungsspezialist dastehen. Das heißt, man muss gucken, dass es tatsächlich ein klein bleibender Algenblenny ist. Die größeren wären für dieses Becken hier auch zu groß. Und so gibt es halt viele Möglichkeiten, aber auch viele Hindernisse, die man beachten muss, damit das hier so einigermaßen läuft. Ja, und last but not least, wir haben Frühjahr und komischerweise habe ich es mittlerweile immer wieder festgestellt, beziehungsweise ja auch nicht direkt darauf geachtet. Meistens im Frühjahr haben wir die Problematik, dass die Cyanus ein bisschen stärker kommen, ein bisschen verstärkt wieder ins Beckenleben eingreifen. Da drüben, sage ich jetzt mal pauschal, kommt es jetzt nicht wirklich darauf an. Kann man es jetzt nicht sagen, weil es da drüben sowieso noch ein frisches System ist. Das System hier läuft ja jetzt schon seit September letzten Jahres. Und wir haben jetzt grundsätzlich immer da hinten in diesem Bereich, wo diese kleine Brücke ist mit der roten und mit der blauen Monty, da sammeln sich immer so ein kleines bisschen Cyanus an. Der Rest vom Tank ist komplett frei. Ja, dann haben wir hier in der Mitte, da wo auch ein kleines bisschen weniger Strömung hinkommt, eine etwas grünlichere Cyanoart. Problem an der Sache ist, ich kann das Diakat B, was ich normalerweise gegen die grünen Cyanus einsetze, fragt mich nicht, warum das funktioniert, aber es funktioniert, kann ich hier nicht einsetzen, weil ich ja dementsprechend immer noch Material im Moment zuführen muss. Ich bin mit der Phosphatdosierung zwar relativ weit unten, aber ich habe hier einen Phosphatwert jetzt etabliert von, lasst mich nicht lügen, 246, glaube ich, bei 0,06. Um den Dreh müsste es ungefähr liegen. Habe ich gestern gemessen, da kam eine 23 raus. Blende ich euch mal kurz mit ein, was das für ein umgerechneter Wert ist. Das passt soweit. Aber ihr seht, wenn ich dann jetzt hingehe, im Umkehrschluss wieder einen Phosphatabsorber reinsetze, dann ziehe ich mir die ganze Arbeit ja wieder raus. Aber ich weiß, dass dieses Diakat B komischerweise gegen diese grünen Cyanus hilft. Es hat nichts anderes geholfen, ich sage jetzt mal, wenn man Phosphatabsorber auf Eisenbasis nimmt, bloß dieses komische Diakat B. Das habe ich bei mehreren Leuten jetzt schon so verfolgt und habe denen das auch empfohlen. Und die haben dann auch gesagt, ja, die Dinger sind nach 2 Wochen weg gewesen. Fragt mich nicht warum, ich kann es nicht begründen, ich kann es nicht nachweisen bzw. nicht belegen, was da passiert, aber das war der Punkt definitiv. Ja, das erstmal zu dem Thema Plagen und was ich nicht getan habe. So, und last but not least kommen wir nochmal zum Technikbereich. Ihr seht, da hat sich auch eine Kleinigkeit dran geändert. Und zwar sitzt jetzt hier die Evo 4 von Aquamedic. Dafür muss ich ein kleines bisschen umbauen, weil die Jibao etwas schmaler gebaut ist. Die habe ich jetzt hier mit Klettbändern unten drunter festgemacht. Das funktioniert wunderbar. Insgesamt 3 solche Streifen sitzen da unten. Der Controller ist hier vorne abnehmbar und ja, meine entsprechenden Sachen, die ich dosiere, stehen hier vorne. Ihr seht, meine Behälter sind auch schon wieder fast leer, muss ich wieder auffüllen. Check, gedankliche Notiz gemacht. Ja, dann haben wir hier den Aquabee i130. Ihr seht, der macht einen richtig, richtig guten Job. Ich habe aber auch wirklich nicht viel im Moment, was er rausholen muss. Okay, mein Nitratwert ist momentan etwas erhöht. Ich habe den jetzt von der Leistung her ein bisschen höher eingestellt. Das heißt, er wird wahrscheinlich jetzt bald wieder ein bisschen mehr rausziehen. Das habe ich heute Morgen gemacht. Und aber ihr hört selber, ich bin jetzt mal ganz ruhig. Es ist eigentlich so gut wie gar nichts zu hören. Man müsste jetzt mit dem Mikro ganz nah rankommen hier, um überhaupt von diesem Becken was zu hören. Also dieser komplette Technikbereich ist richtig, richtig schön leise. Also der Abschäumer, der läuft und läuft.
Den habe ich ja neulich mal sauber gemacht und auseinandergenommen. Trotz all dem reingesetzt, angeschaltet, direkt wieder sauberes Schaumbild, echt klasse. Dann die Rückförderpumpe von Aquabee, die UP5000, die habe ich auch schon lange nicht mehr mir angeguckt, aber ich denke, die sollte ich dann auch nochmal schauen. Da werde ich auch noch ein separates Video zu bringen, demnächst irgendwann, wenn es dann soweit ist, wenn ich die sauber mache, damit ich euch das mal zeige, wie die aussieht. Aber die läuft auch schön, brav, konsequent durch. Ihr seht hier, die läuft jetzt hier auf 60% Leistung. Ich habe den Schacht hier hinten ja so weit angestaut, dass er oben über den Notablauf ein kleines bisschen runterläuft. Und die ist auch nicht zu hören. Sauber. So, dann habe ich neulich bei mir unter dem Video für die für den Wirbelbettfilter hier, der von Aquamedic, der zweiten Generation, einen Kommentar drunter gehabt. Da war jemand, der hatte Probleme mit der Lautstärke der Pumpe. Das kann ich sogar nachvollziehen und replizieren. Wenn ich jetzt hingehe und den relativ weit zudrehe, nee, das macht die dann muss die Pumpe unten dieses kleine Pümpchen ja gegen einen gesperrten Bereich anlaufen. Also sprich, die versucht zu pumpen, kann aber nicht, weil das Wasser nicht weg kann. Und dann kann es zu einer Geräuschentwicklung kommen. Wenn ich jetzt wieder hingehe und den Bereich der Pumpe wieder Volllast gebe, sodass sie auch wieder vernünftig arbeiten kann, dann höre ich die hier nicht. Ich habe die also hier ganz normal befestigt. Unten habe ich sie nicht auf dem Boden aufsitzen. Die liegt auch nirgendwo an, sodass sie frei ist. Und wenn das gegeben ist, dass ein, ich sage es mal, normaler Durchfluss ist, ohne dass sich das Material bewegt, großartig, dann sollte es eigentlich gegeben sein, dass diese Pumpe geräuschlos ist. Sollte sie nicht geräuschlos sein, gibt es immer noch einen Support von Aquamedic, den man anschreiben kann. Hier, passt auf, das Ding macht Palaver, schickt ein Video hin, da wird euch dann auch geholfen. Ja, was haben wir dann noch? Die UVC habe ich jetzt hier nicht mehr am Laufen. Es ist jetzt hier nicht mehr nötig, weil das Gesamtsystem sich mittlerweile komplett etabliert habe und ich keine empfindlichen Tiere mehr drin habe. Die habe ich jetzt rausgenommen. Hinten die Aufhängung für die für meine Cups habe ich jetzt auch nicht mehr im Betrieb, weil sie mir zu viel Material momentan produziert haben. Also sprich, ich habe alles, was an Schwämmen jetzt hier drin ist, also auch diesen Überlaufschwamm, den ich hier vorinstalliert hatte, weil ich ja Probleme mit dem Blasen vom Abschäumer hatte. Den habe ich ja auch komplett rausgenommen. Das Problem existiert nicht mehr. Es kommen keine Mikroblasen ins Becken. Die habe ich komplett rausgenommen, weil es keine Nährstoffproduzenten dieses Becken hier im Moment braucht. Zumindest vom Nitratbereich her. Den Phosphatbereich muss ich noch nachdosieren. Ihr seht, das N ist zwar angebraucht, aber da ist kaum noch was drin. Bei dem P habe ich jetzt neulich eine neue Flasche angefangen. Und da geht auch immer minimal rein. Ich gucke gerade eben mal. Ja, ich schmeiß die Flasche um. Hervorragend. Ich gucke gerade eben mal rein, was ich momentan an P dosiere. Das sind 2 Dosierpunkte am Tag zu jeweils 5 und 5 Milliliter. Also hier gehen knapp 10 Milliliter rein, um diesen Phosphatwert von 0,6 zu halten. Ich könnte jetzt noch ein kleines bisschen reduzieren, um den Phosphatwert ein kleines bisschen zu drücken. Da ich aber einen relativ hohen Nitratwert habe, möchte ich auch einen, ich sage es mal, angeglichenen Phosphatwert haben. Wenn mein Nitrat wieder runtergeht, dann kann ich auch wieder mit der Dosierung vom P ein kleines bisschen zurückgehen, damit ich dann im Endeffekt hier versuche, einen Gleichstand hinzukriegen. Ja, hier haben wir noch die Controller von meinen beiden Tunzepumpen, die auch ihren Dienst tun ohne Probleme, und allgemeine Temperatur 24,8 Grad, also ich halte so um die 25 Grad die Becken, und hier oben in der Ecke haben wir noch unser pH-Meter, da gucke ich mal kurz drauf, das sind eine 8,24. Also alles in allem läuft es eigentlich ziemlich rund in diesem Becken. Also ich kann mich nicht genug beschweren, bis auf die kleinen Plagen, die ich aber extra habe laufen lassen, damit ich euch zeigen kann, wie man sie in so einem kleinen Becken bekämpfen kann. Gut, ja, kommen wir zum Schlusswort.
Ja, ihr seht, alles in allem läuft es eigentlich recht rund in dem Tank mit den üblichen Problemen, die halt zu unserer Meerwasseraquaristik dazugehören. Einerseits sind es die Algen, in welcher Form auch immer. Okay, die Kugelalgen habe ich jetzt extra mal wachsen lassen. Bei den Glasrosen ist das das Gleiche. Was wir dann aber hier und da immer dann noch haben, sind halt Cyanus, die man nicht wirklich kontrollieren kann. Außer versuchen, dementsprechend ein vernünftiges Milieu herzustellen und hoffen, dass sie dann weggehen. Aber alles in allem, ihr seht, es spielt gerade bei so einem kleinen Becken, spielen viele Faktoren mit ins Gesamtbild rein, um zu sagen, okay, man kann eigentlich nicht wirklich so ein großes Becken hundertprozentig verkleinern und alles genauso halten, weil ihr seht, so eine Anemone hier, die macht sich jetzt auch gerade wieder riesig, oder oben eine Lobo, das sind halt Tiere, die, da kann man halt nicht so gegen an wie in einem großen Becken, das funktioniert eben nicht. Ja, da sind andere Litterverhältnisse, ist nun mal so. Ich werde es jetzt probieren, die Anemone kommt raus, die Lobo da oben, Lobophyton kommt auch noch raus. Und dann schauen wir mal, ob das mit den SPS dann wieder besser wird. Dann lassen wir das noch ein oder zwei Monate laufen, weil das muss sich dann ja auch noch setzen und die Tiere müssen sich auch wieder erholen, regenerieren. Und dann müsste es eigentlich mit dem Wachstum bei den SPS weitergehen. Dann werde ich nämlich auch hingehen und an die Stellen ein paar kleine Testspitzen von drüben abknipsen und hier rübersetzen und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist auf jeden Fall der Plan, den ich habe. Und mal ganz ehrlich, so wie das jetzt hier steht, gefällt es mir schon sehr, sehr gut. Es wächst gut, es sind gute Farben da. Das Becken ist im Vergleich zu dem. So langsam kommt das Becken da hinten dann jetzt auch mit der Farbe wieder rüber. Das Grundgestein muss noch arbeiten. Hier wächst, ist jetzt alles schön zugewachsen. Die Kalkrotalgen wachsen. Hinten die Rückwand wird langsam aber sicher bewaldet, beziehungsweise bewachsen durch meine blauen Xenien und die durchs Briareum. Also alles in allem wächst es hier ziemlich gut, es sieht gut aus. Ich kann mich nicht genug beschweren. Es ist aber auch hier ein ständiges Dranbleiben, gucken, was läuft. Gerade bei so einem kleinen Tank ist es wichtig, dran zu bleiben. Da kann schon mal schnell eine Veränderung durchschlagen. Alles in allem, ja, läuft, gefällt mir. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, was ich jetzt hier zum Besten gegeben habe. Solltet ihr Anregungen, Anmerkungen oder Ähnliches haben, schreibt es mir runter in die Kommentare. Sollte euch noch was einfallen, was ihr wissen möchtet, schreibt es mir auch runter in die Kommentare. Ich werde definitiv darauf antworten oder es ins nächste Video mit reinbringen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Bleibt mir treu. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Weihnachten. Ciao.